Ich danke den Bernerinnen und Bernern für die Zustimmung zu diesem Budget. Das zeigt, dass sie Vertrauen hat in unsere Finanzpolitik. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Ausgangslage erwarten wir rekordhohe Steuereinnahmen. Auf der anderen Seite wollen wir und müssen wir investieren in Schulraum wegen der wachsenden Schülerzahlen, in Eis- und Sportanlagen, wo wir grossen Nachholbedarf haben. Wir wollen Klimamassnahmen investieren, wir wollen soziale und lebenswerte Stadt bleiben. Die Bevölkerung versteht das und hat das entsprechend heute auch honoriert.